Das Battle ist ja relativ spontan entstanden. Das habe ich ja als letztes von diesem Line-Up gesettet. Wie fühlt ihr euch damit? Also mit der Battle-Vorbereitung, kanntet ihr euch im Vorfeld schon oder? Ja. Ja, wir hatten auch, glaube ich, an zwei gleichen Events auch mal Battles. Aber ich kannte Shorty sogar, glaube ich, bevor ich A Cappella Battle Rap angefangen habe. Also ja, mir ist Shorty im Begriff schon länger. Ja. Okay, und was für ein Event war das, wo ihr da beide gebattelt habt? Habt ihr vielleicht jetzt schon sogar gegeneinander gejudged? Ja, doch, Caruso, Shorty habe ich gebattelt. Ja, an wen hast du es gegeben? Ja, und Shorty, es war nicht knapp, es war sehr eindeutig Shorty. Dann wohl. Okay. Ja, das stimmt, an diesem Event, das war das Event in der Panke, da war ich leider nicht da. Da waren wir auf dem Geburtstag von Presto. Ach an so, dem Tag. Ja, ja, ich erinnere mich an den Geburtstag. Aber du warst davor da, glaube ich. Ja, kurz Hallo sagen. Du hast sagen. Dann Shorty Battle sogar gesehen, glaube ich. Das war das erste da. Nee, ich habe gar kein Battle an dem Tag gesehen, weil Dilty auch später angefangen hatte. Ich wollte mir eigentlich die ersten paar Battles geben, habe es dann aber leider nicht geschafft, weil wir dann auf dem Geburtstag waren. Walik sagt, Shorty ist zu leise. Soll ich ein bisschen lauter reden einfach? Das ist besser, wenn ich... Also ich höre dich gut eigentlich. Ja. Aber wenn jetzt von den Zuschauern nichts noch kommt, dann... Ja, ich rede einfach ein bisschen lauter, dann geht es schon. Okay, Shorty, dein letztes Battle war das gegen Caruso oder hattest du dazwischen jetzt noch mal eins gemacht? Nee, ich habe jetzt zuletzt gegen Schalle gebattelt. Auch eben auf dem Wien-Event von Simply. Aber das ist noch nicht online. Das ist noch nicht online. Und, du hast, und wie, kannst du spoilern, wie es ausgegangen ist? Sollten wir nicht machen, oder? Wie du zufrieden mit deiner Leistung warst gegen Schalle? Ich war ganz zufrieden mit meiner Leistung. Also ich bin halt immer, vor allem wenn ich es auf Videos sehe, ist glaube ich jeder irgendwie super selbstkritisch oder die meisten. Findet man immer irgendwie Kleinigkeiten, die einen abfacken so im Nachhinein, aber ich bin im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Doch. Das ist ein guter Punkt. Wir reden oft darüber, was wichtiger ist, Leute online zu überzeugen. So, es gibt ja diese bekannten YouTube-Bars, ne, so. Oder legt ihr ein bisschen mehr Wert auf Live-Performance oder wie kriegt man eine gute Mischung hin? Also ich glaube, das eine geht so ein bisschen auch mit dem anderen einher, weil wenn du die Leute live catcht, dann kommt das ja direkt auch auf Video geiler, weil dann Stimmung ist in der Crowd und so. Also in erster Linie schon live und wenn das gut ist, wird das Video auch gut so. Also die Stimmung macht schon einiges aus, ne? Elf, ja. Ja, also, glaube ich auch. Wobei das aus der Bühnenperspektive immer ein bisschen schwieriger ist, finde ich, halt als im Kreis, oder? Halt, ne, wenn man da nur noch ein Mic hat und die Leute so manchmal so ein bisschen distanzierter sind, da eine richtige Performance hinzulegen mit Delivery und die richtige Energie aufzubringen, ist auch schon eine Herausforderung oder fällt es euch leicht? Also habe ich noch nie so gemacht, werde ich dann herausfinden. Aber ich bin auch bei ein paar meiner Kreis-Battles nicht so ganz auf Crowd-Reactions gegangen. Aber auch nicht, weil ich mehr auf YouTube schreibe oder so, sondern weil, keine Ahnung, ich mag auch einfach die Atmosphäre, wenn es still ist. Ganz. Ich finde, man kann beides outplayen. Und die Stille, die dann ist, hast du, die verunsichert dich auch gar nicht oder fühlst du dich in der Stille wohler? Weil nicht wohler unbedingt, aber ich fühle mich ziemlich wohl in der Stille. Ich finde, es gibt, also man kriegt oft einen Vibe, ob es Stille ist, weil es so einfach awkward silence ist oder wenn es Stille ist, weil Leute wirklich zuhören. Und wenn es so eine Zuhörerambiance ist, dann baut es viel mehr Atmosphäre auf, finde ich, und das gefällt mir ganz gut. Ich verstehe den Unterschied, den du beschrieben hast, so auf jeden Fall. Da gibt es auf jeden Fall massive Unterschiede. Dein letztes Battle, Rickiem, war ja gegen Wolf. Und ich glaube, da muss ich nicht fragen, ob du zufrieden mit deiner Leistung dort warst, oder? War ganz gut. Das Battle hast du wahrscheinlich schon gesehen, Shorty, oder? Habe ich mir angeguckt, ja. Habe ich gesehen. Was hast du gedacht, als du hattest ja Rickiem davor auch schon auf dem Schirm und so dachtest, es ist ein Upstep von ihm gewesen oder hast du ihn genauso stark erwartet gegen Wolf?
Ja, safe war das ein Upstep. Also war schon so sein bis dato stärkstes Battle, würde ich sagen. Ich fand auch die anderen Battles davor alle recht stark. So gegen Mexikaner war das, wo ich auch mein Battle mit Kairoso hatte. Das fand ich auch schon echt stark von ihm. Aber war auf jeden Fall nochmal eine Nummer drüber, das gegen Wolf jetzt. Rekim, sorry, jetzt nach Wolf Shortwurf habe ich dir angeboten. Jetzt kein Disrespekt gegenüber Shortwurf. Alles gut. Aber wenn man, Wolf zählte ja lange Zeit bei Digity zu den Top-Tiers und du hast ja jetzt sozusagen ein Top-Tier weggemacht. Also es war ja laut Judges ein 5-0. Also klar, jeder Judge hat auch noch eine Runde an Wolf gegeben. Was so sind so deine weiteren Ziele? Willst du bei jeder Plattform irgendwie battlen? Willst du bei Digity irgendwann den Champ werden? Oder was für eine Rolle spielt Battle Rap so bei dir? Also generell eine Rolle spielt es halt dadurch, dass ich sehr viele textliche Ansätze verarbeiten kann und so auf verschiedene Crowds schreiben kann. Und das ist eigentlich ein super geiler Move, um halt so einfach Texten zu üben, verschiedene Plattformen zu üben. Es ist immer bei jeder Plattform was komplett anderes. Und derzeit fühle ich mich auf jeden Fall bei Digitally am wohlsten im A Cappella-Bereich. Und ja, mal schauen, was die Zukunft sich da ergibt und auch bei den anderen Plattformen. Jetzt muss ich halt erstmal schauen, wie das Battle wird. Ich hatte jetzt auch in Wien gemeinsam mit Shorty auch noch ein Battle gegen Kakobi, das auch noch ein Pay-Per-View ist. Und genau, sonst einfach schauen, was sich so ergibt und ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Musik und dann schauen wir mal einfach, wie viel Battles ich noch im nächsten Jahr mache und danach und so. Und Shortwurf, jetzt, du hattest ein paar Dill-City-Battles, du hattest auch bei der FOB schon was, oder? Und bei der BRB... Ja, safe, das ist sogar das von der FOB ist jetzt das Letzte, was online gekommen ist, also das kann man sich jetzt schon angucken. Check die FOB. Cool. Oh, gegen Teach. Wie hat dir das Battle gefallen? So von dir? Oh, nee, war gut, also hat Spaß gemacht, war ein cooles Battle. Ich habe es so ein bisschen locker genommen, aber das hat mir, glaube ich, sogar ganz gut getan. Beim Schreiben und so. Genau, also erstmal Shoutouts raus an FOB, Grüße an Mr. White, an Jaman. Ihr macht echt gute Arbeit. Ich war letztens auch einmal bei der FOB, hat mir sehr gut gefallen, war ein wunderschönes Event. Du hast gerade schon gesagt, du bist lockerer an den Text rangegangen. Das hätte dir geholfen. Wie bist du jetzt an diesen Text rangegangen? Also, wie ehrgeizig bist du für dieses Battle? Boah, was heißt... Ja, also ich habe jetzt nicht so den Anspruch, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall laut Judges gewinnen, so nicht. Aber ich will ja schon zumindest gut gegenhalten von meinem Gefühl her und will halt einfach zufrieden sein mit meiner eigenen Leistung, will jetzt nicht rund gemacht werden hier, sondern... also natürlich für mich selber habe ich schon den Anspruch, das gewinnen zu wollen, so, aber ich mache mir da jetzt keinen mega Kopf. Und Rekim, wie sieht's bei dir aus? Wie gehst du an dieses Battle ran? Bei mir ist es auch ähnlich einfach. Ich habe mehr Bock auf die Experience und ich habe das Battle angenommen, weil ich weiß, dass Shorty krass sein wird an dem Tag und deswegen habe ich sehr viel Bock drauf und mal schauen, wie es kommt. Ne? Ich habe einfach generell Hype aufs Battle. Jetzt noch nicht unbedingt so auf, ich muss das unbedingt gewinnen nach Judges, sondern einfach, ich glaube, das kann halt einfach ein richtig, richtig krasses Battle werden. Ich glaube halt auch, dass der Gewinner des Battles auch nochmal einen Upstep so in seiner Battle-Rap-Karriere macht, weil man wirklich, so ihr seid beide jung, fresh, habt schon einiges an Erfahrung im Battle-Rap sammeln können, aber man kann halt jetzt gucken, wer von euch beiden auch auf der Bühne funktioniert und auch für eine Top-Tier-Crowd schreiben kann. Geht ihr da auch anders ran als an einen Dill-Tiddy-Battle? Shorty vielleicht zuerst von der Crowd her, der Unterschied? Ja, safe, also ein bisschen anders muss man, glaube ich, rangehen, sonst wird es schwierig. Ich merke das so vereinzelt, ich habe mehr Zeilen drin, wo ich dir körperliche Gewalt androhe, als ich jetzt bei einem Battle habe, das ich bei Dilfili schreibe zum Beispiel. Das ist mir so, es ist irgendwie einfach so gekommen. Aber safe, also ein bisschen anders schreibt man schon, ja.
Und bei dir, Rekim? Ich würde sagen, dass ich derzeit eher ein bisschen anders schreibe, weil Shorty als Gegner halt ein bisschen anders auch zu behandeln ist als jetzt so ein Wolf oder andere Leute, die halt eben diesen Top-Tier-Status hatten oder sehr fast schon Veteranen sind in der Liga. Und gegen Shorty, wo bei einer Top-Tier-Crowd ich nicht von ausgehe, dass die jetzt so seine 6 Jahre alten Battles gegen Renetics oder so kennen, da schreibt es sich einfach ganz anders und hat schon mehr so den Vibe von so wie früher bei den Newcomer-Battles, dass man so auf das versucht einzugehen, was die auch wirklich in dem Battle sehen und das anzugreifen, damit es wirklich greifbar wird für die Leute. Ja. Ja, also könnten wir uns eher so auch von beiden Seiten so auf schöne Punchlines freuen auf das Battle und keine Analysen, habe ich das so richtig verstanden? Ich enthalte mich. Ja, same. Also ich glaube, es ist gemischt. Okay, ihr habt ja auch die Battles auf dem Schirm wahrscheinlich, die so auf der Card sind an dem Tag. Wie findet ihr, dass Jesus im Main-Match ist? War Jesus für euch ein Begriff im Vorfeld? Aus der Shindy-Line. Okay. Ja, ich auch nur schon mal gehört, aber nicht aktiv verfolgt. Also hat jetzt nichts ausgelöst in mir. Also sagt ihr nicht so, oh mein Gott, Jesus, ich stehe mit Jesus auf einer Card? Nee, also ich nicht. Bestimmt krass, aber nee. Ja. Ja, nee, also es wird ja so sein, dass an diesem Tag das schon ein bisschen Aufmerksamkeit ziehen wird. Vielleicht habt ihr es ja auch mitbekommen, dass Ruth ja mit Jesus gut ist und er auch wahrscheinlich an dem Tag da ist. Und die auf einer Seite sind so mit, also Jesus, Ruth, Sinan G. Und Cassius Clay kommt ja so mit Kuchen TV und Schwizzy. Und das ist. Ja, also, dann sind wir okay. Doch da mal gespannt, was wird. Alter, ich brauche dieses Bühnenbild einfach für meinen Kopf. Ja, es wird auf jeden Fall, denke ich, auch lustig an dem Tag. So. Ja, safe. Also das ist so ein Battle, auf das ich mich freue, weil es da eine Geschichte davor gibt. So. Echt? Es gibt eine Vorgeschichte? Ja, KuchenTV hat ja diese Thematik mit Sinan G aufgegriffen gehabt und darauf hat Roos dann reagiert. Und dann hat Roos KuchenTV beleidigt, dann hat KuchenTV wieder Roos beleidigt, dann hat Trizzy sich eingeschaltet und dann gehört ja Cassius Clay dazu und so weiter. Und das ist ja jetzt eine Geschichte, die auch auf dieses Battle zutreffen könnte. Man weiß es nicht, was sie daraus machen. Wie seht ihr das? Euer Battle hat jetzt keine so Vorgeschichte. Und die wenigsten Battles zurzeit haben ja noch so eine Geschichte, wo irgendwie richtig Beef herrscht. Würdet ihr lieber Battles haben, wo auch so eine Geschichte im Hintergrund ist? Und denkt ihr, dann ist es leichter zu schreiben? Also Antipathie ist natürlich ein riesiger Pusher, so bei Texten generell. Aber ich finde, also Battle Rap ist von mir, also aus meiner Sicht in zwei Sachen sehr interessant, und zwar aus Respekt und aus Antipathie. Und aus Respekt macht es halt einfach viel mehr Spaß, so vom Sportfaktor her, von dem Ganzen. Deswegen mag ich es mehr, so Battles aus Respekt anzunehmen als aus Antipathie. Aber wenn ich mal so richtig Hass auf jemanden schiebe, wäre es auch ganz geil, mal jemanden so richtig töten zu wollen von einem Battle. Wäre cool. Ja. Aber hattest du noch nie? Also so einen richtigen Hassgegner? Nee. Bei dir, Shorty, hattest du schon mal einen richtigen Hassgegner? Nein, so einen richtigen Hassgegner nicht, aber es gibt natürlich Gegner, die sind da ein bisschen sympathischer als andere. Aber so richtig gehasst habe ich leider noch keinen. Aber ich finde es cool, also so gerade, wie du sagst, mit der Vorgeschichte jetzt, dass die sich dann battlen, also das gibt dem Ganzen, denke ich, schon nochmal einen Push. Und gerade als Zuschauer ist das halt geil, da kann man so ein bisschen gossipen, so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon cool. Genau, was müsste passieren, jetzt von beiden Perspektiven mal, dass es wirklich einen Hass, vielen Dank, dass es wirklich einen Hassgegner geben würde. Könntet ihr euch da irgendwas vorstellen? Also so natürlich persönliche Sachen können passieren, die
da gibt es genug Sachen, die passieren könnten, aber da wüsste ich jetzt auch nicht so. Aber so richtig Antipathie gegen die Kunst von jemandem kann man ja auch voll haben, wenn ich zum Beispiel finde, dass jemand richtig, richtig beschissen schreibt oder ich mag es gar nicht, wie jemand seine Texte konzipiert, dann habe ich so ein bisschen mehr Antipathie gegen die Kunstfigur. Aber natürlich kann es halt auch persönliche Beefereien, wie jetzt bei Jesus gegen Cassius sein, die können ja auch entstehen. So. Hallo Tierstar. Sorry, ich musste kurz jemanden empfangen. Ja, er ist wieder da, ich hol dich mal kurz ab. Wir haben gerade... wir haben kurz darüber gesprochen, auch über die anderen Battles an dem Abend. Mhm. Und dass Jesus Cassius ja eine Vorgeschichte hat mit den beiden Hintergrund-Stories. Und Rickiem hat was Schönes gesagt, vielleicht kannst du das wiederholen mit, es gibt zwei Arten, wie du an Battles rangehst. Einmal aus Respekt dem Gegner gegenüber oder aus Hass dem Gegner gegenüber. Ja, okay. Quasi. Also... aus zwei Sichten macht Battlen Sinn für mich, und zwar aus Respekt oder aus Antipathie. Und naja, bis jetzt war es eigentlich immer Respekt. Mhm. Aber falls mal Antipathie ist, dann bin ich auch zufrieden damit. Mhm. Du meinst, es ist an deiner, von deiner Leistung her, wenn du den Gegner krass respektierst, dass du da auch mit dem Respekt auch die Vorbereitung halt durchgehst? Ich schreibe halt viel über die Art und Weise, was mein Gegner behandelt. Und je besser ich finde, was mein Gegner macht, desto greifbarer finde ich es und desto akkurater kann ich es analysieren, weil ich meistens analysiere, wenn ich das mache. Mhm. Und das geht sehr in Hand. Und je besser ich es finde, desto mehr verstehe ich, warum es so krass ist und kann es besser auch wieder auseinanderheben, finde ich. Ich verstehe das, ich kenne das. Also das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man seinen Gegner wirklich wack findet, dann macht die Vorbereitung, die Recherche so null Bock. Boah, das macht überhaupt keinen Spaß. Wie ist denn das bei dir, Shorty? Ich habe noch nie so richtig aus Antipathie gebattelt. Ich habe natürlich schon ein paar Gegner, die ich jetzt ein bisschen wack fand, aber ja, auch da meistens ist da halt das Geile dann in der Recherche, dass du dann auch wirklich Sachen findest, auf die man halt schön draufgehen kann, auf denen man halt irgendwie schön rumreiten kann. Das gleicht dann so ein bisschen wieder aus meistens. Ja. Na, ich meine nicht nur, dass man halt wenn man irgendeine Einstellungssache oder irgendeine Meinung oder irgendwie irgendwelche Ansichten nicht cool findet oder dem halt peinliche Sachen im Leben passiert sind, das ist ja schön, wenn man das dann findet halt bei der Recherche. Aber so ein grundsolides Rappen müsste schon da sein, dass man sich das überhaupt geben kann, finde ich halt. Ne? So, wenn du jetzt so voll die Abneigung gegen die Stimme hast, gegen die Flow und dieses ganze Wesen ist schon ein bisschen... Wie ist denn das, was die Spannung angeht für ein Battle? Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Battle-Fans von eurem Match erzählen soll, die euch beide aber nicht kennen. Warum kann ich denen sagen, warum wird das ein geiles Match? Ja, da fange ich kurz an. Es wird ein geiles Match, weil... ich glaube, wir sind beide Leute, die sehr unterschiedlich texten, aber dennoch sehr ähnliche Ansätze haben. Und das so gegeneinander gestellt wird, glaube ich, auch einfach von dem ganzen Performance-Ding, vor allem, weil wir uns, glaube ich, sehr auf die Crowd auch einstellen werden und schauen, wie wir das am besten konzipieren, dass es alle abholt. Glaube ich, einfach ein sehr geiles Battle von beiden Seiten und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ja, siehst du das ähnlich? Ja, safe. Also Rickiem ist so bisher mein stärkster Gegner, würde ich fast schon sagen. Oder zumindest der mit dem höchsten Standing. Und ich erwarte auch schon gut was. Also ich glaube, der wird da gut rausfeuern. Und ich bin aber natürlich jetzt auch gepusht, halt da nicht unterzugehen und da im besten Fall das Ding trotzdem zu reißen. Deswegen lege ich mich da ordentlich ins Zeug. Das wird safe krass. Wäre für dich ein Battle auf Augenhöhe? Sagen wir mal, es wird ein debatable Ausgang werden. Wertest du es für dich dann schon als Erfolg? Kommt voll auf die Leistung an. Wenn wir beide scheiße sind und das Battle dann debatable, dann keine Ahnung. Nee, ich mag das ja, wenn man halt nach einem Battle in der Crowd rumgeht oder sich mit den Zuschauern unterhält und ich einfach 10 Leute frage und einfach 5 Leute sagen Rapper A, 5 Leute sagen Rapper B. Diese Battles finde ich immer am geilsten eigentlich. Und dann gibt es halt sehr viel Diskussionsstoff, warum die einen den vorne sehen und die anderen den anderen vorne sehen halt, ne? Ja. So, wie ist es bei dir, Rickiem? Wenn das debatable ausgeht, wertest du es Erfolg? Bist du dann zufrieden oder willst du einen klaren Sieg davon tragen? Nö, also
Bei mir kommt es auch wie bei Shorty komplett auf die Leistung von uns beiden an. Wenn wir beide, also sobald wir beide krass sind, ist es mir sogar egal, ob einer von uns beiden klar gewinnt. Mhm. Es geht mir vor allem darum, dass einfach wirklich beide krass abreißen. Mhm. Und wenn es die Leute dann bei einem klar besser finden oder debatable ist, macht für mich, glaube ich, nicht so den Unterschied, solange ich selber es krass fand von beiden Seiten. Finde ich immer gut, das in dem Kontext der Battlegraphie zu sehen halt. Ne? Jetzt, dass man sagt halt, ich hätte auch lieber ein Match mehr, wo die Leute sagen, das war deine stärkste Leistung, aber das Match war nach Punkten vielleicht verloren oder nach Mehrheitsmeinung, aber in deiner eigenen Battlegraphie war das die stärkste Leistung überhaupt. Dann ist es definitiv ein Gewinn. Ne? Ja, safe. Safe. 100%, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ihr beide auf der Bühne ankommt. So, da haben wir ja schon gerade gesagt, so, das ist so auch eure größte A Cappella Crowd wahrscheinlich. Wie viel waren in München bei dir, Rekium? 500? 450, sowas, plus 450 Tickets. Macht euch sowas nervös? Die Menge der Leute? Ja, wie viele Menge, von was für einer Menge sprechen wir denn? Deswegen, also, es ist immer unterschiedlich, ne? Also, noch haben wir ein bisschen Zeit, um ein bisschen Tickets zu verkaufen, ne? Genau. Noch gibt's ja ein bisschen was. Aber generell sage ich mal jetzt, wenn die Leute sich freuen aufs Main Match oder sonst was halt, ne, dass sie, wenn die Mehrheit der Crowd sagt erstmal, okay, ey, da sind zwei Namen, die habe ich mal gehört oder das ein oder andere Match gesehen oder manche noch gar nichts, dass man halt das als Chance nimmt oder Gelegenheit wahrnimmt, das halt ein paar neue Leute dazu zu gewinnen und auf sich aufmerksam zu machen halt. So. Also weil ich finde, das ist schon ein Erfolg, wenn man sagt einfach, ey, ich habe jetzt hier ein paar Lines rausgehauen, die am Abend hängen bleiben, weißt du, so für die Leute halt. Ne? Hat beim ersten, letzten, beim Kassfurt letzten... Kassfurt hat das doch auch hat das TMLC, glaube ich, ganz gut geschafft, weil viele Leute waren ja wegen Cynic Charambo da. Mhm. Und trotzdem kam bei vielen dieser SpongeBob-Engel, den TMLC gemacht hat, sehr gut an. Und Walik Battle war auch krass. Ja, ne? Genau, das heißt, also es waren oft, habe ich schon mitbekommen, dass... gerade am Anfang, ne? Ist das, seid ihr die erste oder zweite Match? Im ersten Block bestimmt dabei, oder? Ja, erstes Match, weil Leos Walik leider nicht da. Dass man halt da ist die Crowd noch hungrig und wartet und fiend noch Punchlines halt, ne? So. versucht ihr jetzt trotzdem bunt aufzubauen oder schon irgendwie so ein Rezept, wo ihr denkt, es funktioniert? Schreibt ihr anders für bestimmte Regionen oder Plattformen? Also ich glaube, ich schreibe halt sehr gegnerabhängig und nicht so ganz stadtabhängig oder plattformabhängig. Und ich glaube, es kommt mir ganz gelegen, so wie es gerade ist, vom Schreibstil, wie ich ihn bringen will, dieses Battle. Aber generell schreibe ich mehr so, wie ich Gegner am besten treffen kann und nicht so, wie ich denke, dass die Leute es am meisten feiern, meistens. Geht's bei dir auch um Gegnerbezug mehr oder willst du schon ein bisschen mehr auch die Crowd abholen? Oder eine Mitte finden oder. Mitte finden, würde ich sagen. Also Gegnerbezug, ist natürlich gut und ich finde es auch wichtig, dass so ein Battle auch Elemente enthält, die den Gegner angehen, wo man merkt, okay, da wird jetzt kritisiert oder er hat sich jetzt was Fieses rausgepickt und das trifft auch richtig so. Aber ich finde es natürlich auch wichtig, dass man irgendwie die Leute so ein bisschen mit abholt. Und ich würde schon sagen, so, also Plattformen, also bei verschiedenen Plattformen würde ich schon unterschiedlich schreiben, so bei Städten jetzt eher nicht, aber das ist, kommt vielleicht auch irgendwann mit der Erfahrung, dass du halt weißt, okay, in der Stadt zündet halt eher so ein bisschen das, in der Stadt das, aber soweit ist es dann doch noch nicht. Na, wir haben schon ein paar Unterschiede manchmal feststellen safe. Können, ne? Frankfurt, ein bisschen die harte Schiene. Genau, Köln ist halt, also NRW-Raum ist ja sowieso NRW-Raum. Neues Wort. Also NRW ist auf jeden Fall ja auch so Bad-Rap-Nerd-lastig, finde ich. So, da hat man eine sehr dankbare Crowd, habe ich in Köln auf jeden Fall so wahrgenommen. Mhm. Gab es nicht mal zu Rapper-Mittwoch-Zeiten sogar das Ding, dass Köln als bestes Crowd ausgezeichnet wurde? Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass von der Crowd, von der Energie,
musste man Köln manchmal doch hervorheben halt, ne, so, wobei ich weiß, in München haben die halt auch immer krass gefeiert und gejubelt halt, ne, so, und in Hamburg ist das auch irgendwie einen ganz eigenen geilen Flavor auch, ne, so, also es ist, man muss die Städte, es ist eigentlich so eine Kennenlernphase halt, ne, wenn man das so ein bisschen weiß, so, dann, ja, aber ich würde es trotzdem, ich glaube, das Allerwichtigste, wichtiger als Plattform und Region ist wirklich auf den Gegner zugeschnitten schreiben, wie Rick ihm gerade gesagt hat, ne, so. Safe. Ich glaube, am Ende zählt es am meisten und das ist, was dann auch meistens hängen bleibt halt, ne, so. Voll. Was ist denn jetzt die Prognose fürs Battle? Wer gewinnt? Nach dem Face-Off kann ich hier keinen Punkt vergeben, muss ich sagen. Aber ich hab die Hälfte nicht mitbekommen, muss ich dazu meiner Verteidigung sagen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Battle, wie beide jetzt das umsetzen, was sie jetzt uns versprochen haben. Naja, was heißt uns? Sich selber vielleicht auch, ja, ne? Würdet ihr sagen, dass das Match an die Bestleistung von vorher herankommt, wenn ich sogar übertreffen kann? Oh, ich hoffe, es wird sich zeigen. Ich bin jetzt gerade noch voll in der Schreibphase und so. Deswegen, okay, ich kann es noch nicht genau sagen. Hier wagt sich niemand zu weit, sich aus dem Fenster zu lehnen. Ja. Ja, es ist so. Ich verstehe das schon. Wir wollen die Erwartungshaltung nicht zu hoch halten, nicht zu hoch setzen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also ich glaube so, wenn man eine Abstimmung machen würde jetzt nach der Leistung von beiden, würde das tendenziell, glaube ich, auf Rekiem laufen, aufgrund dessen des Wolf-Battles. Da wird nicht ganz einverstanden mir. Nein, wegen dem tendenziell, also ja, safe, Rekiem so in den Augen der Community ist schon der Favorit, würde ich schätzen. Ach so, also dann hast du mit dem Underdog-Status. Naja, würde ich mir sonst schreiben, den anderen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Das macht vieles aus. Genau, das ist so, ich glaube, es waren viele Battles so in deiner bisherigen Karriere, Shorty, wo das ausgeglichen war, wo du nicht unbedingt der Favorit, aber auch nicht unbedingt Underdog warst. So, jetzt bist du zum ersten Mal der Underdog. Und Rekiem, bei dir ist das erste Mal, dass du in ein Battle gehst und der Favorit bist. Ist das ein größerer Druck für dich? Nö, denke ich nicht. Das Ding ist halt, ich finde es halt ganz geil, dass ich so Favorit gegen jemanden bin, der so massivst underrated ist wie Shorty. So, wenn man sich einfach nur seine Gegner die letzten drei Battles anschaut, es ist super lustig, was er für Gegner bekommt, weil so No Front, die waren alle drei in ihren Battles jeweils gut gegen Shorty, aber er wird halt noch nicht so ganz so gesehen, wie ich ihn sehe, und zwar wirklich, wirklich ein starker Punchliner. Und dementsprechend bin ich ganz glücklich, mal so eine Underdog-Rolle als Gegner zu haben, den ich aber selbst gar nicht so krass in der Underdog-Rolle sehe, wie vielleicht die meisten. Und bin einfach super gespannt, wie das wird. Das ist eine krasse und klare Aussage und bedeutet halt, dass sie nicht unterschätzt. Ich hoffe, das macht dir nicht so viel Sorgen. Naja, mal oft ist ja so, wenn jemand ein bisschen underrated ist, dass man so von oben herab halt sagt, das Ding mache ich mit links. Und das erhöht die Chancen des Underdogs, sage ich mal, wenn man unterschätzt wird. Aber anscheinend weißt du ganz genau, worauf du dich hier einlässt. Ich finde es aber. Mein ganzer Plan geht gar nicht mehr auf. Ja, aber jetzt habe ich halt, jetzt hatte ich ein bisschen Brisanz drin und wollte ja damit die Spannung erhöhen. Ich finde es aber sehr schön zu sehen, wie Battle Rap auch sein kann. Wir gehen ja an verschiedene Battles an dem Tag, so jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt diese drei Face-Offs haben, die wir heute haben. So, hier sehen wir zwei, die sich gegenseitig übelst Respekt zollen und trotzdem sich wahrscheinlich punchline-technisch auf der Bühne aufs Maul geben werden. Wir haben nachher noch Caranova Davy, beide auch sehr erfahren, die sich wahrscheinlich auch schon ein bisschen provozieren können, so schätze ich beide an. Und dann haben wir Jesus Caches, wo ich denke, das wird das interessanteste Face-Off von dem, wie sie beide miteinander umgehen könnten im Livestream. Ach, ich wurde schon öfter überrascht. Bei manchen habe ich gedacht, es gibt ein krasses Face-Off und dann ist es unter den Erwartungen geblieben, und manche haben mich ja, wie wir letztens wieder festgestellt haben, sehr überrascht. Deswegen, also auch jetzt an die Zuschauer, ich denke, das ist ein ganz gutes Ding. Man muss ja halt, kennt ihr das Abwiegen von zwei Kämpfern immer, ne, wenn die sich wiegen gehen. Manche prügeln sich ja da schon, ne, aber manche gehen auch sehr respektvoll miteinander um und sehr bedacht halt, ne. Das heißt halt, dass sie sehr vernünftig auch ans Match rangehen halt, ne. Also
Weißt du, wie es ist? Zu viele Emotionen trüben oft das Urteilsvermögen. Da fragt jemand, wann ist das Battle? Am 16.12. in Köln. Die Location heißt die Kantine. Yes, da holt sich jemand Popcorn. Rub Dog. Okay, ey, wir sind gespannt. Wir wollen deine Zeit nicht länger strapazieren. Und ich hoffe, du konntest jetzt ein bisschen, weil du ja noch ein bisschen im Schreibprozess bist, etwas mitnehmen, was dich jetzt weiter motiviert, deine drei Parts zu vollenden. Perfekt. Alles klar. Freut ihr euch auch auf den 16.? Voll. Alles klar. Ich wünsche euch viel Erfolg noch in der Schreibphase und in der Auswendiglernphase. Und wenn ihr irgend noch Wünsche, Sorgen oder sonst was habt, meldet euch gern bei mir. Cool. Schönen Spiel noch. Dankeschön. Euch auch. Schönen Abend noch. Bis dann. Danke. Bis dann. Ciao.